Hi ihr Tierfreunde, es ist endlich Sommer und schon wunderbar warm draußen, also genau die richtige Zeit für ein Eis. Deswegen passt es auch ziemlich gut, dass sich die Isabelle auf Patreon gerade ein Vanilleeisrezept gewünscht hat. Ja, ich hatte ja vor einiger Zeit schon mal ein Schokoladeneisrezept gemacht und wie da, so auch hier ist es mir wieder wichtig, dass ihr das Eis ohne Eismaschine machen könnt. Denn ich denke mal, die meisten von euch werden so eine Maschine nicht zu Hause haben. Außerdem soll das Rezept trotzdem sehr einfach sein. Und bei mir besteht es jetzt nur aus 6 Zutaten und ist auch relativ einfach gemacht. Okay, los geht's. So, für mein Rezept braucht ihr jetzt einen Hochleistungsmixer. Es geht allerdings auch ohne. Allerdings werde ich jetzt die Vanilleschote hier im Ganzen mixen. Also ich werde die mitsamt Schale benutzen. Wenn ihr das jetzt ohne Mixer machen wollt, beziehungsweise wenn ihr keinen habt, dann müsst ihr halt das Mark rauskratzen oder ihr kauft euch einfach Vanillepulver. Die Schote könnt ihr schon mal in den Mixer geben und einen halben Liter Sojamilch dazu geben. Und das wird jetzt erstmal eine halbe Minute gemixt, damit die Schote schön fein wird. Und los. So, das sollte reichen. Die Schote ist jetzt auf jeden Fall schön fein. So, dann kommen jetzt die restlichen Zutaten dazu. Das sind 150 Gramm Zucker, 2 Esslöffel Lupinenmehl, 150 Gramm rohe Cashews und außerdem 100 Gramm Kokosfett. Ihr könnt da allerdings auch Margarine verwenden, wenn ihr möchtet. So, und das Ganze wird jetzt nochmal gemixt, bis ihr eine richtig schön feine, cremige Masse habt. So, das war jetzt nochmal eine Minute auf höchster Stufe gemixt. Ja, so sieht das Ganze jetzt aus und riecht auch schon richtig schön nach Vanille. Dann könnt ihr die Masse in einen möglichst breiten Topf geben, in dem ihr einfach gut rühren könnt. Den Topf könnt ihr dann auf die höchste Stufe anstellen und unter Rühren einmal aufkochen. Ja, die Masse wird beim Aufkochen ziemlich schnell ansetzen, also ihr müsst auf jeden Fall die ganze Zeit rühren und das Angesetzte sofort wieder mit dem Schneebesen abkratzen, denn das wird gleich ganz schnell sehr dick werden. Einfach durch die Cashewkerne, die jetzt nochmal so ein bisschen nachdicken beim Kochen. So, wie ihr seht, das wird jetzt schon sehr, sehr dick. Fängt auch an ziemlich stark zu blubbern. Ich lasse es jetzt noch ein paar Sekunden drauf stehen und nehme es dann sofort vom Herd. Ja, das sollte, glaube ich, ausreichen. Dicker wird das jetzt nicht mehr werden. Beim Abkühlen, also ich lasse es jetzt so 5 bis 10 Minuten ein bisschen abkühlen, da bildet sich oben drauf immer so eine kleine Haut. Also am besten alle paar Minuten einfach mal durchrühren. So, die Masse ist jetzt schön abgekühlt, die könnt ihr jetzt in eine Form geben. Und sucht euch am besten eine Form, in der ihr gut rühren könnt, besonders in der ihr auch mit einem Küchenmixer rühren könnt. So, die Masse ist jetzt noch ein kleines bisschen lauwarm. Also wenn ihr möchtet, könnt ihr sie noch ein bisschen abkühlen lassen, vielleicht sogar im Kühlschrank. Ansonsten könnt ihr sie aber auch einfach schon in den Tiefkühler stellen. Ja, und ich habe ja auch gesagt, ihr sollt euch eine Schüssel nehmen, in der man gut rühren kann. Das hat folgende Bewandtnis. Ihr braucht für das Eis zwar keine Eismaschine, allerdings, wenn ihr es einfach so in den Tiefkühler stellt und dann so vielleicht einen halben Tag wartet, dann wird das Eis richtig schön fest. Das Problem ist, es wird halt zu fest und ihr könnt es kaum noch abstechen. Deswegen rühre ich das einfach ab und zu wieder ein bisschen cremig, also ich stelle es so ungefähr 2 Stunden in den Tiefkühler, hole es raus, rühre es einmal cremig, stelle es wieder rein und wiederhole das Ganze so 2-3 Mal. Ihr müsst es allerdings nicht so machen, denn es funktioniert auch so. Also ihr könnt das Eis ganz einfach reinstellen, fest werden lassen und wenn ihr es dann essen wollt, dann müsst ihr es einfach ungefähr eine halbe Stunde vorher rausnehmen oder vielleicht 20 Minuten, ein bisschen antauen lassen und dann ist es auch wieder weich. Und dann könnt ihr auch locker mit einem Löffel was abstechen, das essen und dann das Eis wieder einfrieren. Ja, das wird auf jeden Fall noch ein bisschen cremiger, wenn man das jetzt so macht wie ich, indem man das durchrührt. Aber das andere, ja, macht dann einfach weniger Arbeit. Und vor allen Dingen, der Vorteil ist halt, ihr müsst nicht alle 2 Stunden irgendwie dran denken und das Eis wieder durchrühren, sondern könnt zum Beispiel einfach rausgehen oder so. Ja, ich werde das jetzt heute so machen und wie gesagt, ihr könnt auch die einfachere Methode verwenden. Also, bis nachher.
So, das Eis war jetzt ungefähr 12 Stunden im Kühlfach und ich habe es, wie gesagt, ein paar Mal durchgerührt. Allerdings hat das nicht wirklich geholfen. Es ist trotzdem ziemlich fest geworden. Das heißt, ihr müsst es trotzdem vorher rausnehmen, ungefähr eine Viertelstunde bis 20 Minuten, damit ihr das einfach besser portionieren könnt. Das liegt wahrscheinlich auch einfach an der Gefriertemperatur. Wahrscheinlich hätte ich mein Tiefkühlfach nicht so tief einstellen dürfen. Dann würde das auch nicht so fest werden. Naja, wie gesagt, nach einem kurzen Draußenstehen wird es trotzdem cremig und man kann das super essen. Mal kosten. Und es ist wirklich lecker. Oh, wunderbar. Also der Geschmack ist wahrscheinlich noch ein bisschen anders, als wenn ihr quasi normales Milcheis macht. Aber ich muss sagen, von der Cremigkeit her steht das dem im wirklich nichts nach. Das ist auf jeden Fall auch der Unterschied, wenn ihr es im Kühlfach noch ein paar Mal durchrührt. Denn ich habe das vorher einmal ohne Durchrühren probiert. Und ja, da hat sich oben wieder diese Haut gebildet, die auch beim Abkühlen entstanden ist. Und ja, es war halt einfach nicht so cremig. Es war schon wirklich lecker. Aber das hier ist jetzt wirklich nochmal ja, sehr viel cremiger geworden. Oh, klasse. Auf jeden Fall oberlecker. Und mich würde interessieren, ob das auch in einer Eismaschine funktioniert. Also, wenn ihr zu Hause eine Eismaschine habt, dann aktiviert sie doch mal, macht das Rezept nach und dann schreibt mir einfach mal in die Kommentare, ob das funktioniert hat und ob es dann wirklich cremig weich geblieben ist. Ja, das würde mich auf jeden Fall interessieren. Ja, vielen Dank an Isabel für diesen tollen Rezeptwunsch. Ich hatte mir jetzt eigentlich schon eine ganze Weile vorgenommen, Vanilleeis zu machen, habe mich dabei irgendwie nie so richtig reingetraut, weil ich nicht wusste, welche Grundlage ich dafür nehme. Bei Schokoladeneis war es ja recht einfach. Da hat einfach die Kuvertüre das Eis daran gehindert, ja, zu fest zu werden. Und bei Vanilleeis musste ich erst eine Weile rumprobieren. Ja, deswegen bin ich froh, dass du das gewünscht hast. So habe ich das endlich auch mal durchgezogen. Und euch wünsche ich jetzt viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten veganen Kochenende. Tschüss!